wenn die Richter so machen, ist anscheinend. Gehabt. Das waren 1,2 Sekunden, sind es jetzt aktuell. Sieht man auch mit 4 Sekunden Strafe, kann man durchaus noch vor Ort mitpaddeln. Oh, wir schauen mal, was jetzt diese zweite Hälfte für die Veronika Reutova aus Tschechien noch einmal bedeutet. Auf der Walze, schön über die Wasserwalze hinweg, kommen die 18, die 19 von unten angefahren, jetzt die 20, die 21. Und jetzt wird sie noch einmal richtig kämpfen, noch einmal ins Paddel schlagen, richtig kräftig. Und doch nochmal ganz nach vorne. Das gilt es jetzt hier im zweiten Teil weiterhin unter Beweis zu stellen. Konzentriert, Daniel hat es gesagt, konzentriert zu fahren. Jetzt keine Zeit starten, jetzt bleibt sie ein bisschen auf der Wasserwalze hängen. Jetzt zur 15, diese schwierige Tour. Meistert sie, Bravo Röhl. Und ach, die Lina, wir schauen auf die Zwischenzeit. Die ist jetzt nochmal durch, jetzt die 90 Sekunden absolviert. Jetzt hat sie noch drei Tore, die 19, die 20, die 21. Ein Einspiel und die führt mit knapp einer halben Sekunde Vorsprung. Victoria Wohlfahrt, Gondelin hier im Carlo-Park, feuert sie noch einmal an, dass sie auf den letzten Metern hier vielleicht noch einmal den Vorsprung ausbauen. Das wäre wichtig. Da hat sie erst einmal zwischenzeitlich ein gutes Gefühl, ein beruhigendes Gefühl. Da kann sie nur abwarten, was machen die anderen, die noch nach ihr kommen. Aber sie hat einen super Job gemacht. 2 Sekunden hat sie nach wie vor für die Belohnung bei Tor 3. Aber dato bis dato hat sie noch einmal alles in die Pfanne geworfen. Und jetzt bleibt die Uhr stehen bei einer neuen Bestzeit. Fragezeichen. Das sieht cool aus. Das sieht fantastisch aus. Und es reicht nicht. Knapp nicht dran. 3. Semifinale folgen. Das wäre natürlich auch schon mal eine Ausnahme. Wir haben es gesehen bei dem vorangegangenen. Es ist schwer mit seiner Zeitstrafe da noch einmal ganz nach vorne zu fahren. Die mit 33,66 ist schneller. 0,28 Sekunden Vorsprung für die Deutsche, für die DKV-Athletin, die hier gleich mit Tour 9 und 10 die letzten beiden vor der Kehle absolviert. Sie pustet, sie schnauft, der Kopf ist unten. Das ist immer ein Zeichen für maximalen Krafteinsatz. Es geht in die Kehle, das Publikum ist mit dabei. Gleich geht's rüber zur Tribüne. Ihr könnt sie sehen. Macht's laut im Karlopark, Magdalena Akteur. Ja, und mach's gut, Elena Appel, mach's gut und halte durch. Also, gut machen in dem Fall, der Platz weiterhin so rund wie bisher. Spitzenzeit, oder muss sie ins Wasser? Mit einer Kletterrolle, aber mein Gott, was soll es? Vielleicht hat es nur ein paar Augenblick die Zeit gekostet. Das Publikum, jetzt hören auf der Tribüne, feuert die Elena an, die raubt jetzt noch einmal unsere Rufe, unser Klatschen für die letzten Meter. Elena Appel, In der Vorbereitung ganz, ganz akribisch. Jetzt wird es ernst für Jasmin Schomberg. Leichter Rückstand in der ersten Zwischenzeit. Fehlerfrei die Anzeige hier bei uns, was die Tore angeht. Jetzt Daumen drücken. Das Publikum ist bei ihr. Die Jasmin auf dem Weg. Hoffentlich ins Finale. Dort sehen die letzte Aufgabe vor der Kehle. Und jetzt wieder Roman. Nehmen Sie den runter. Nehmen das Publikum jetzt zusammen. Jasmin Schomberg im Halbfinale. Yeah.
Sie ist die Weltcup-Gesamtsiegerin im letzten Jahr im C1 und im K1. Und sie ist die Weltmeisterin des letzten Jahres im C1 und K1. So, jetzt bin ich zwischenzeitlich zumindest erstmal fertig. Und jetzt schauen wir auf den Wettkampf. Denn gemein ist die Australierin. Herzlich willkommen im Halbfinale. Jessica Fox, leichter Rückstand hier in der ersten Zwischenzeit. Um 2 Sekunden an Tor 3. Die Mutter, die ist ja immer mit dabei. Das ist ja total akribisch. Ja, da gibt es die Lächeln. Ja, Jessica ist immer schon die Mutter. Die viele Grüße hier an die Frau Mama. Die passt immer ganz genau auf, dass alles wie am Schnürchen läuft. Und jetzt schauen wir, wie es aussieht mit dem Schnürchen bei der Jessica Fox. Gleich gibt es die Zwischenzeit. Zweite Kopfzeitstrafe am Tor Nummer 4. Trotz der Testzeit bei der Zwischenzeit. Das ist für die maximale Größe. Für eine tolle Kämpfe von der Leistungsfähigkeit. Wir schauen mal, was jetzt diese zweite Hälfte für die Veronika Reuterma aus Tschechien noch einmal bedeutet. Auf der Walze, schön über die Wasserwalze hinweg, kommen die 18, die 19 von unten angefahren, jetzt die 20, die 21.